Wir sind Tausende von Meilen entfernt von unserem Heimatland. Und so viele Senioren sind bei ihren Kindern. Kannst du bitte etwas Licht auf die Beziehung zwischen Eltern und dem Kind werfen? Und wie die Älteren Seelenfrieden finden und Ruhe im Geist und was ihre Funktion ist, was zu tun ist. Schau, das ist ein großes Problem. Nicht wegen der Kinder und auch nicht wegen der Eltern, aufgrund dieses Generationenunterschieds. Ihr Verstehen, ihr Denken, der Intelligenzquotient, ihre Fähigkeit, etwas aufzufassen, sind komplett verschieden. Das ist ein Unterschied von 25 Jahren oder mehr zwischen den Eltern und den Kindern. Nun, diejenigen, die hier geboren sind und hier groß geworden sind, kennen nicht unsere indische Kultur. Sie wissen nicht, wie die Beziehungen zwischen Eltern und Kindern dort in Indien waren. Was Demut ist, was Vinay ist, was Respekt den Eltern gegenüber ist, was man sagen kann und was man nicht sagen kann. Diese Dinge kennen diese Kinder nicht, weil sie es nicht gesehen haben. Selbst wenn du es ihnen immer wieder sagst, aber das wird ihnen nicht helfen, weil wenn sie es nicht selbst sehen, es selbst erfahren, dann wird das nicht in sie hineingelangen, nur indem man es sagt. Und was ist das Problem? Natürlich liegt der Fehler mehr bei den Eltern als bei den Kindern. 85% der Fehler liegt bei den Eltern, weil die Eltern nicht wissen, wie man mit diesen Kindern umgeht. Sie kennen das Wissen, wie man mit den Kindern umgeht. Welches Wissen? Von welcher Hochschule, welcher Schule, welcher Klasse hast du es erlangt? Hast du ein Zertifikat, eine Mutter oder ein Vater zu werden? Wenn du Medizin praktizieren möchtest oder irgendeine Praxis, dann brauchst du ein Zertifikat, eine Lizenz. Aber du hast keine Lizenz. Unzertifizierte Väter und unzertifizierte Mütter, was passiert dann mit den Kindern? Man weiß nicht. Jemand fragte und beschwerte sich über die Kinder bei Dada. Unsere Kinder sind nicht demütig, sie hören nicht zu, sie sind so unabhängig und schreien, sie haben keinen Respekt den Eltern gegenüber. So viele Klagen hatte dieser Elternteil. Dada sagte also auf Gujarati: Karotte, die Mutter ist eine Karotte, der Vater ist ein Mullah, ein Rettich. Und du willst einen Apfel, mein Kind sollte ein Apfel sein. Wie kann das möglich sein? Verstehst du? Du versuchst zu verstehen. Wo machen wir Fehler? Die Kinder sind immer unschuldig. Was immer sie lernen, das lernen sie von ihren Eltern. Der erste Lehrer ist die Mutter und dann der Vater und dann der Lehrer der Schule. Also bist du verantwortlich, Dada Bhagwan pflegte zu sagen. Die Verantwortlichkeit der Eltern ist größer als die des Premierministers von Indien. Aber wir realisieren nicht, dass das die Verantwortung ist. Wo man und wie viel Aufmerksamkeit man gibt, übermäßige Aufmerksamkeit für kleine Kinder, die Normalität ist gegangen. Und das wird, dein Kind fühlt sich erdrückt, weil deine übermäßige Aufmerksamkeit da ist. Die ganze Zeit denkst du, als dein Kind geboren wurde, die ganze Zeit war dein Kopf, 24 Stunden war dein Chit nur bei deinem Kind. Und das gibt ihnen schlechte Schwingungen, sie fühlen sich erstickt. Sie haben keine Freiheit, keine Unabhängigkeit, du verstehst das nicht, aber das geht über die Schwingungen. Und wenn sie groß werden, wenn sie 2, 3, 4, 5 Jahre alt sind, dann kommen all diese Dinge heraus.